Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, wie man eigentlich echte Banknoten von gefälschten Banknoten unterscheiden kann. Das habe ich irgendwie seit längerem auf meiner To-Do-Liste. Ich dachte mir, man könnte da mal ein Video darüber machen. Und hier ist es. Damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe extra für euch Geld abgehoben, damit wir uns das heute mal zusammen ansehen können. Ich nehme mal exemplarisch einen 200-Euro-Schein und es gibt eine einfache Regel, um gefälschte Banknoten von echten Banknoten zu unterscheiden. Die heißt Kippen, Sehen, Fühlen oder Sehen, Fühlen, Kippen, wie ihr das wollt. Das ist eine einfache Regel und die werde ich euch im Folgenden erklären. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass echte Banknoten nicht aus Papier sind, sondern aus einem anderen Material, ich glaube aus Baumwolle. Und drum fühlen sich Banknoten auch anders an wie Papier, nämlich fester. Außerdem reißen die auch nicht so leicht wie richtiges Papier. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ihr mal eine Banknote in die Hand nehmt. Und durch eine spezielle Drucktechnik kann man auf den Banknoten spezielle Erhabenheiten ertasten. Das ist hier zum Beispiel, ich hoffe, das wird jetzt mal scharf. Ganz links seht ihr diese Schrägstriche. Die sehen wir auch ganz rechts nochmal. Die kann man ertasten. Außerdem kann man, glaube ich, auch den Wert selber ertasten. Und zwar hier oben, also die 200 kann man ertasten mit viel Fantasie. Das ist natürlich relativ groß gedruckt alles. Das sind schon mal so die allerwichtigsten Merkmale, die man ertasten kann. Ertasten kann man zum Beispiel dann auch diesen Schriftzug hier oben, dieses BCE, EZB, was weiß ich, was da alles steht, Europäische Zentralbank auf jeden Fall in verschiedenen Sprachen, das kann man auch ertasten. Falschgeld ist häufig aus Papier und ist damit also dünner und glatter wie so ein richtiger Schein, wenn ihr den, wie gesagt, mal in die Hand nehmt, wenn ihr das mal versucht zu fühlen. Und wir erinnern uns an die Regel, sehen, fühlen, kippen. Gefühlt haben wir schon. Als nächstes versuchen wir mal mit dem Auge echtes Geld von Falschgeld zu unterscheiden. Mittig im Euroschein verläuft ein Sicherheitsfaden, den man besonders gut erkennen kann, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Den Sicherheitsfaden, den seht ihr hier. Ihr seht den jetzt nicht so gut, weil ich den Schein eben nicht gegens Licht halte, aber da ist er, da bin ich mir recht sicher. Und außerdem gibt es ganz rechts ein Wasserzeichen, da sieht man mal Euro, den Betrag, das Architekturbildnis, das auch vorne auf dem Schein abgebildet ist. Das sehen wir hier ganz rechts in diesem silbrigen Bereich, der hier die ganze Zeit glänzt und spiegelt. Und zu guter Letzt kann man den Schein dann eben noch kippen und durch das Kippen sehen wir, dass die Wertbezeichnung quasi im Licht sich ändert. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann auf der Aufnahme. Das sieht man halt speziell, wenn man den Schein kippt. Ich glaube, jetzt kann man es schon erkennen. Unten links die Reflexion und ganz rechts seht ihr, wie sich das auch verändert teilweise. Daran erkennt man ebenfalls einen echten Schein. Ja, und das war es im Wesentlichen schon. Im Handel werden natürlich noch verschiedene Hilfsmittel benutzt, sogenannte Scheinprüfer. Da gibt es zum einen Lösungen mit Schwarzlicht. Im Schwarzlicht sieht man halt gut, dass der Schein aus Gewebe besteht und nicht aus Papier. Das erkennt man aber nicht wirklich im grellen Verkaufslicht über der Kasse. Deswegen ist das nicht wirklich hilfreich. Das ist eher so ein Alibi für die Arbeitgeber, dass sie halt irgendwas hingestellt haben. Zum anderen gibt es Stifte, mit denen kann man auf dem Schein einen kleinen Strich machen und wenn der eben weiß bleibt oder hellgelb ist, wenn der kaum zu erkennen ist, dann ist es eine echte Note und wenn der dunkel wird, der Strich, dann ist es eine gefälschte Note. Das ist auch so ein Hilfsmittel. Und dann gibt es noch vollautomatische Prüfgeräte, wo man den Schein einfach reinschiebt und da wird Seriennummer und was weiß ich überprüft, aber die funktionieren halt auch nicht immer, je nachdem wie abgegriffen der Schein schon ist. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen hilfreich. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, ein Abo oder ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder in einem anderen Video auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.